Kräfte nähern sich. Sie wurden also geschickt, um zu helfen. Sie erinnern mich ein wenig an Sullys Jungen, der immer bei Deckards rumgehangen hat, bis der Laden zugemacht hat. Jetzt ist eine Sportsbar drin, mit Geld von der Familie unterstützt, wissen Sie? Wie auch immer, jetzt sind Sie hier und Gott weiß, es gibt viel zu tun. Wie damals, als Sergeant McManus das Kommando übernahm. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen das mal erzähle? Nachschublieferung ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Schon interessant, wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Nachschub. Vielleicht damit es uns nicht so dramatisch erscheint, wenn wir eine davon verlieren. An alle Einheiten, die Rikers nutzen den Park bei der 52. West als Festung. Seien Sie dort vorsichtig. Wir müssen sie nur da raussprengen.
Lockt sie da aus der Deckung! Wir sehen uns in der Hölle! Haben Sie es gezeigt? Du weigerst uns, ich darf nicht übernehmen. Ich mach dich fertig! Hungrige Kinder! Warnung, eintreffende Gegner. Warnung, Ware wird beschossen. Eintreffende Gegner. Das wird nicht schwer.
beschossen. Warnung, eintreffende Gegner. Warnung, Ware wird beschossen. Eintreffende Gegner. Hölle! Ich pack das! Sie haben die Lieferung. Manchmal frage ich mich, ob sich dieser Kampf überhaupt lohnt. Die Entropie ist unvermeidlich. Ergibt es da einen Sinn, gegen sie anzukämpfen? Denken Sie darüber nach, Agent. Ende. Ich frage mich, ob die Aufzeichnungen der Überwachungskameras auch da sind.
Wie sehen Sie aus? Es ist eine Kiste voller Bienen. Woher soll ich das wissen? Und Kurt, da sind Bienen auf mir. Sie sind also noch aktiv. Honigbienen arbeiten auch im Winter, wenn sie Nahrung haben. Sahen Sie gut aus? Sie sehen wie Bienen aus. Die Stadt geht unter, Dad. Warum mache ich das? Ich würde es ja selbst machen, aber es fahren keine Busse mehr. Der Winter dauert nicht ewig und dann wird es Frühling. Pass auf den Stock auf, dann haben wir bald wieder Honig. Das wird lustig. Kommen Sie nächstes Mal etwas früher. Sie haben es echt rumgerissen. Sie wären wir jetzt tot. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Feindkräfte nähern sich. Wir haben Freunde mitgebracht. Hallo, halt! Voll Hartweg! Schaff dich zurück hinter Gitter!
Ihr seid nicht meine Liga! Das ist nur ein Gegner. Gut, dass Sie aufgetaucht sind. Danke für die Rettung. Das war klasse. Dafür gebe ich Ihnen mal ein Bier aus. Danke für Ihre Hilfe. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuruhen. Nicht, dass die Rikers etwas Abhörenswertes zu sagen hätten. Alle nicht leicht. Klimawandel am Arsch. Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuruhen. Agent, die Kommunikation ist gestört und wir brauchen jemanden, der die unterbrochenen Kanäle wiederherstellt. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn. Ich habe allerdings den Eindruck, wir können eigentlich gar nicht kommunizieren. Aber Sie wollen sie repariert haben. Also an die Arbeit. Auf der Dyer Avenue herrscht Ruhe, seit Sie da durchgegriffen haben. Sag es nochmal. Unsere tiefsten Bedürfnisse doch auch so einfach zu befriedigen wären. Fragen und erhalten. Wäre das nicht schön, Agent?
dafür zu sein. Quatscht die ganze Zeit von irgendeiner Wohnung, wissen Sie? Das ist so toll. Und ich dachte, es gäbe keine Helden mehr. Es wird gemeldet, dass sich Rikers und Unbekannte in einem Parkhaus in der 45. West aufhalten. Könnte ein Waffendeal sein. Alles auf, wenn alle Bullen tot sind. Alles in Schallstadt werden wir uns krallen. Weniger als gedacht. Was zum Teufel? Willst du uns ausnehmen? Ja! Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Alarm! Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Feindkräfte nähern sich. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Nimm das!
losgehen? Super Schuss. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Lass sie zurück in der Gitter! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Unsere Waffen dürfen denen nicht in die Hände fallen. Gut, dass Sie hier waren, als der Scheiß losging. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie machen gute Arbeit. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Dad, wann können Lass die Hunde wieder auf der Straße in Ruhe. Weißt du was? Das sind verdammte Tiere. Wenn ich Verstärkung hätte, würde ich sie schicken, natürlich. Jetzt müssen wir erst einmal den Sektor zurückholen. Die Leute sind von uns abhängig. Es geht hier nicht nur um Strom, sondern um Menschenleben. Wir müssen das unbedingt schaffen. Ja, yep, das sollte gehen. Gute Arbeit. Wissen Sie, Leute, die zu viel reden, gehen mir auf die Nerven. Haben wir uns verstanden? Geht das einfach nicht. Gut gemacht, Agent. Mit der Satellitenkommunikation erhalten wir Daten aus der ganzen Welt. Endlich mehr Informationen. Sie machen meinem Bastlerherzen echte Freude. Ein Bereich, der nur für die Reparatur, Aufbereitung und Verbesserung von Waffen und Geräten reserviert ist. Hier kann ich mich voll austoben, Agent.
Hoffentlich sehen wir diese Söldnerbande nie wieder. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ich tue von hier aus, was ich kann. Perfekt, jetzt können wir Waffen recyceln und erneuern, Agent. Vielen Dank. Schön vorsichtig da draußen, klar? Hi. Seien Sie vorsichtig, Agent.